Wollen Sie eine Frage beantworten? Weiß ich nicht, warum. Weil ich Sie frage. Okay, was würden Sie tun, wenn Sie zaubern können? Einen Elefanten aus Ihrem Zylinder holen. Okay, danke schön. Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Was glauben Sie, kann unsere Gesellschaft retten? Humanistisches Denken, Menschenfreundlichkeit, nicht die Sucht nach Mammon und Geld und Macht. Dankeschön. Und wenn Sie Königin allein auf einer Insel wären, was würden Sie dann machen? Ich würde versuchen, mit den Dingen, die ich auf dieser Insel finde, etwas Schönes zu gestalten. Vielen Dank. Danke. Bitte rutschen Sie doch noch etwas zusammen, damit die anderen Leute, die jetzt noch stehen, auch noch Platz finden. Dankeschön. Schönen Abend. Hallo. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wenn Sie zaubern könnten, was würden Sie zaubern? Oh. Ich wünschte mir, dass alle Politiker weg sind. Okay. Und was glauben Sie, kann unsere Gesellschaft retten? Eine Demokratie, in der die Egoisten nicht die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Dankeschön. Hallo, darf ich dir eine Frage stellen? Wenn du König auf einer einsamen Insel wärst, alleine, was würdest du dann tun? Ich würde befehlen, dass das Stück jetzt losgeht. Okay. Und was glaubst du, kann unsere Gesellschaft zerstören? Geiz und Gier. Dankeschön. Hallo, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wenn Sie allein auf einer einsamen Insel wären, was würden Sie denn tun? Alleine auf der Insel, ich würde Rotwein trinken. Okay. Und was kann unsere Gesellschaft zerstören? Zu viel Rotwein. Danke. Hallo, mein Name ist Prospero. Ich begrüße euch alle hier herzlich auf meiner Insel. Ich bin hier seit 12 Jahren alleine mit meiner Tochter, verbannt von zu Hause und freue mich sehr, dass heute so viele Menschengeister hier an diese Insel gespült worden sind. Und ihr habt auch Glück, weil die letzten 12 Jahre waren ziemlich langweilig, aber heute, die nächsten 2 Stunden, sind die wichtigsten in den letzten 12 Jahren und da seid ihr dabei, dürft ihr dabei sein, da freue ich mich sehr. Ich meine, ich werde gleich hier anfangen, einen mördermäßigen Sturm zu zaubern, ja? Aber ihr braucht keine Sorgen mehr haben, ihr seid auf der sicheren Seite. Ja, außer die ersten 3 Reihen, das hat bis gestern irgendwie nicht so ganz geklappt, aber nee, die Technik hat mir versprochen, dass es da keine Verletzten mehr geben wird und ich glaube wirklich an meine Technik. Apropos Technik, hier kommt mein Luftgeist, Ariel, mein Diener. Einen großen Applaus für Ariel, bitte. Ja, hallo, Ariel. Hallo, herzlich willkommen auf meiner Insel. Das ist meine Insel. Oh, ja, klar, Chef. Okay. Also auf unserer Insel. Ariel, du singst ja gerne, ne? Ja, ich sing gerne. Und damit wären wir auch gleich beim Thema. Wir haben ja eine Insel, eine verzauberte Insel, auf der leben viele Geister, viele unterschiedliche Geister. Hier hinten sehen wir unsere philharmonischen Geister und die machen heute Abend mit uns und die werden heute Abend für uns singen, ne Ariel? Nee, singen können die nicht. Die können nur Musik machen. Die können nicht, glaube ich. Ja, aber wir wollten anfangen mit einem Lied, Ariel. Ja, dann singe ich. What about sunlight? Nee, Ariel, bitte. Ariel, nee, das habe ich die letzten 12 Jahre erfahren. Nee, das interessiert mich nicht. Wieso, das interessiert mich nicht. Nee, nee, nee.
Ja, dann sing du doch, Chef. Was? Ich hab so viel zu tun. Ich muss noch diesen ganzen Sturm inszenieren. Dann muss ich monologisieren, einen nach dem anderen. Ja, nee, mach ich nicht. Wir haben doch da Leute hier, ja? Ja, okay. Nein, du hast absolut recht. Ich tue das alles Murks. Weil singen macht sowieso nur Spaß gemeinsam. Überhaupt macht heute nur noch alles gemeinsam und zusammen Sinn. Und deshalb wollen wir alle zusammen singen. Und dafür brauchen wir euer aller Unterstützung. Ja, ich brauche wirklich eure moralische Unterstützung. Und wenn ihr mir nicht helft, dann fangt dieses Sturmding heute gar nicht an. Ne? So ist es doch, oder? Genau, also, pass auf, ihr kennt alle Karaoke. Ja, sogar Orchester-Karaoke. Genau, Orchester-Karaoke ist was ganz Besonderes. Ist, was wir heute machen wollen, was ganz, ganz Besonderes. Und zwar mit euch allen zusammen. Alle sollen mitsingen, aber wir brauchen einen oder eine, die hier vorne mit unserem Monitor die Strophen singen, und zwar von was? Ah ja, genau. Das erste Lied, das wir singen wollen, ist eines der größten Weltverbesserungslieder aller Zeiten, von dem wohl größten Weltverbesserer aller Zeiten, Michael Jackson. Genau. Und wie heißt das, Prospero? Ja, so. Du sagst es immer so, was? Schön. Wie heißt es? Der Earth-Song. Es der ist Earth- der Earth-Song. Der Earth-Song? Genau. Den singen wir alle zusammen jetzt und finden jetzt hoffentlich einen Mutigen, eine Mutige, die das hier oben mit uns singt. Wir werden mehrfach heute Abend Karaoke singen. Und jetzt für diesen ersten Song suchen wir jemanden, der das mit uns allen gemeinsam zusammen hier... Genau, und er braucht wirklich keine Angst haben. Wir haben einen Background-Sängerinnen-Geist, Misha, der uns unterstützt. Ariel, ich werde euch unterstützen. Das Orchester wird euch unterstützen. Geister. Und diese ganze Menge wird euch unterstützen. Sagt dem Obergeist, Vicky. Das ist, glaube ich, ein super Gefühl dann am Ende. Genau. Darauf hoffen wir, und deshalb brauchen wir jetzt... So, ich brauche jetzt eine freiwillige Meldung. Wer will denn freiwillig? Mit uns zusammen. Einfach aufstehen, aufzeigen, hierher kommen. Einfach hochkommen oder aufzeigen, er meint melden. Und genau. Es ist auch ein toller Vorbild. Es ist schön, zusammen zu singen, und ich hoffe, dass ihr alle mitsingt, und es braucht sich auch keiner, wenn alle mitsingen, braucht keiner denken, oh, was denkt mein Nachbar, weil dann singt der ja auch mit. Ja, und sonst singe ich, und das ist dann eher die volle Katastrophe. Genau, sonst singt Prospero, und ja, naja. Gibt es eine freiwillige Meldung hier? Okay, wir brauchen jetzt wirklich, wir können dieser Abend fängt nicht an, bevor wir nicht gemeinsam diesen Song hier für den heutigen Abend, für unsere Insel, für die Geister, für alle, für die ganze Welt hier singen, und zwar hier heute. Und dafür brauchen wir jetzt jemanden, der Lust hat, das mit uns zu machen. Ein Mutiger, eine Mutige. Ein Mutiger, eine Mutige. Und es wird mehrfach heute Abend stattfinden. Also, der oder die wird auch nicht der oder die Letzte sein. Oh, da kommt wer, da kommt wer, da kommt wer. Ein großer Applaus, bitte. Hallo, wie heißt du? Großen Applaus für Paula. Song.